richtig reinschießen und dann das Ding wegnehmen? Könnte ich da jetzt theoretisch reinsteigen? Das probiere ich doch gleich mal aus. Das ist ein Scherz. Ja, das Ding war schon so gut wie Frack. Oh, Peter geht's nicht gut. Peter geht's nicht gut. Das war ein kleiner Fehler. Und ich habe nicht mehr viel Munition. Shit. Ey, das ist ein Scherz, ey. Halt still! Danke. Ach, wir haben es geschafft. Commander, die Firewall ist unten. Ich bin drin. Ja, Mann! Bei den Geistern. Cerberus hat den Auslöser gehackt. Bei den Geistern. Sie wird detonieren. Entschärfen. Keine Zeit. Ich Wo habe ich das MG her? Jetzt. Braucht Deckung. Komm, Junge, gib alles. Oh. Was passiert jetzt? Jetzt? Hat der versucht, da noch wegzukommen, ohne zu sterben? Ne, der versucht, die immer noch zu entschärfen. What the fuck? 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 Lieutenant! Sieg! Um jeden Preis! Und da hat er sich jetzt aber hart geopfert. Ich glaube, daran hätte ich eh nichts erinnern können. Shepard, mach die nicht fertig. Commander, ich empfange Funksprüche von den koganischen Truppen auf dem Planeten. Sie erledigen anscheinend gerade die restlichen Cerberus-Truppen. Zum Glück musste ich die Koganer nicht über dieses Überraschungspaket informieren. Sind sie sicher rausgekommen? Es klang so, als wäre es da unten ziemlich übel gewesen. Die Turianer haben schwere Verluste erlitten, Joker. Der Sohn des Primarchen war auch darunter. Verstanden, Commander. Joker, Ende. Ich weiß nicht, wie oft ich gesehen habe, dass Freunde für eine Sache alles riskieren. Wie der Lieutenant für uns gestorben ist. Für seinen Zug. Das geht mir schon sehr nahe. Krieger fordert Opfer. Der Sieg in diesem Krieg wird einen hohen Preis haben. Hat es bereits. Wissen Sie, Shepard, das erinnert mich an Würmeier. An Kaidan. Ja, an ihn habe ich dabei auch gedacht. Es ist schon lange her. Sehr lange. Ja, das war vor zwei Teilen. Gute Arbeit auf Tuchanka, Commander. Die Entschärfung der Bombe hat einen turianisch-kroganischen Krieg verhindert. Wir können uns eine derartige Spaltung zurzeit nicht leisten. Joker meinte, die Kroganer stellen die Bombe sicher. Sie sind eingerückt und lehnen jede Hilfe von turianischen Bergungstrupps ab. Verständlich. Als Reef davon hörte, hat er dem Primarchen ordentlich die Meinung gesagt. Kann ich mir denken. Er war wütend, aber die Aktion des 9. Zuges und des Sohnes des Primarchen konnten die Wogen glätten. Die Beziehung ist angespannt, hält aber. Das ist gut, Admiral. Nach den Vorfällen auf der Citadel können wir uns keine Ablenkung mehr leisten. Jawohl, Sir. Da stimme ich zu. Back at Ende. Okay, soweit so gut. Das hat uns mal wieder unwahrscheinlich viele Credits gegeben. Sind mittlerweile bei der effektiven militärischen Stärke von 1974. Die Bereitschaftswertung müsste viel höher sein. Das ist eigentlich eine Frechheit, dass einem dazu gezwungen wird, den Koop zu spielen. In so einem Spiel. Aber gut, den minimalen Wert haben wir mittlerweile klar überschritten. Wir könnten an der Front sein. Warum lassen Sie uns eine Tür bewachen? Wer soll denn jetzt die Vorschläge? Ja, das weiß ich auch nicht so genau, was ihr da wollt. Sie haben neue Nachrichten, Commander. Ach, ich habe neue Nachrichten, natürlich. Was gibt es denn Neues?
Besuch der Citadel von Jarvik. Commander, ich finde dieses Nachrichtensystem veraltet und unpraktisch. Ich hatte es für einen Witz gehalten, als Spezialist und Trainer sagte, ich müsse Buchstaben tippen, um Wörter zu bilden. What the fuck, ich möchte die Citadel bei unserem nächsten Abstecher dorthin besuchen. Zu meiner Zeit war sie von den Reapern besetzt. Falls Sie sich mir anschließen wollen, finden Sie mich in dem Bereich mit den Botschaften. Ich halte das Konzept, die Kontrolle über die Galaxie zwischen Spezies aufzuteilen, für eine Lüge. Ja, Jarvik ist ja wie immer herzallerliebst und voller Optimismus. Liara Tissoni, Shepard, ich brauche eine Ausrede, um mich von diesem Monitor rauszureißen. Besuchen Sie mich bitte, wenn wir das nächste Mal bei der Citadel andocken. What the fuck, was wollen die denn jetzt alle? Pause gefällig von Garrus. Shepard, ich habe mir gedacht, wir könnten beim nächsten Besuch auf der Citadel mal eine kleine Auszeit nehmen. Kein Krieg ohne ein bisschen Erholung. Falls Sie Interesse haben, finden Sie mich bei NC-Sicherheit. Aha. Von Miranda. Ich habe einiges über meine Schwester herausgefunden. Nichts Gutes, aber da geht noch etwas anderes vor. Ich bin jetzt wieder auf der Citadel. Ich lege einen Treffpunkt fest und schicke Ihnen einen Navi-Punkt, sobald Sie hier sind. Ich komme gerade von der fucking Citadel. Ma, ey. Danke, von Jessica Fromm. Sehr geehrter Commander Shepard, mein Name ist Jessica Fromm. Sie haben mir auf Banning das Leben gerettet. Ich habe viele Freunde verloren, aber mir gibt der Gedanke Hoffnung, dass die Erinnerung an sie in mir weiterlebt. Ich weiß, ich bin nur eine einzelne Frau, aber ich wollte sie wissen lassen, dass sie wirklich etwas bewegen. Gott schütze sie, Commander Jessica Fromm. Mein Sohn starb nicht umsonst, von Adrian Victus. Ja, das haben wir ja gerade erlebt. Commander Shepard, ich sag das nur ungern in einer E-Mail, aber ich bin zu weit entfernt, um Ihnen persönlich für Ihre Arbeit auf T'Chanka zu danken. Sie haben nicht nur die Heimatwelt der Krogana gerettet, sondern auch das zerbrechliche Bündnis zwischen unseren beiden Völkern. Außerdem bin ich dankbar, dass Sie meinen Sohn gestattet haben, seine Mission zu beenden. Er ist mit dem Respekt seiner Männer gefallen. Sein Opfer wird als wichtiger Moment in die Geschichte des 9. Zugs eingehen. Jeder Vater wäre stolz darauf. Jetzt ist die Frage, gehe ich jetzt wieder zur fucking Citadel? Um mich mit den ganzen Leuten zu unterhalten? Oder schieße ich noch ein paar Sachen ab? Ich glaube, den Cerberus-Angriff können wir hier nochmal, oder die Cerberus-Präsenz untersuchen, das können wir ja wohl noch mitnehmen. Ashley, ja. War eigentlich ganz okay. Die ist mir zumindest sympathischer als unser Proteaner-Freund. Weil der ist ein bisschen arschig. Ja, das ist alles noch Tutti hier. Ja, auch Tutti. Shepard, Cerberus-Truppen landen abseits der T'Chanka-Schlachtfelder. Ihr Ziel scheint eine alte Boden-Weltraum-Kanonenanlage zu sein, die seit den kroganischen Rebellionen nicht mehr benutzt wurde. Sie hat keinen militärischen Nutzen. Und die Kroganer sind zu weit verteilt, um sich darum zu kümmern. Wissen wir, was Cerberus vorhat? Nein, aber wir wissen, dass Cerberus niemals ohne Plan handelt. Halten Sie sie auf und stellen Sie dabei gleich fest, was Sie vorhaben. Wird erledigt. Hoffentlich, Hackett Ende. Was ist denn das für eine Aussage? Hoffentlich. Ich gehe wieder hoch und sehe mir an, worauf Sie schießen. Tun Sie das. Klingt wie ein Plan. Sounds like a plan. Commander, ich habe Sichtkontakt zu einem Cerberus bei seinem Anflug. Der Kanonenbeschuss räumt den Weg frei. Wenn das Schiff in Bombardierungsreichweite kommt, hat der kroganische Widerstand ein Problem. Behalten Sie es im Auge, Lieutenant. Wird gemacht. Hätte ich mich hier nicht, nicht an denen vorbeischleichen müssen, oder was? Oh, wollen wir mal ein bisschen Abwechslung in den Kampf? Ich fühle mich gerade viel zu übermächtig. Ich kenne das Level sogar, witzigerweise. Aus dem Koop-Modus mal wieder. Sind die eigentlich behindert? Die wollen, dass man den Koop-Modus spielt, damit man ein besseres Ende kriegt. Wahrscheinlich, dafür ist das ja mit der komischen Wertung. Mein Schild ist gerade frack gegangen. Gleichzeitig verraten die aber schon Szenarien. Und teilweise auch Gegner, ist uns aufgefallen. Ich kenne jetzt schon bestimmte Gegner, was total assi ist eigentlich. Wie viel muss ich von den Wichsköpfen eigentlich hier töten? Granate. What? Und Headshot. Rückzug zum Kontrollraum.
Ja, zieht ihr euch mal zurück, ey. Euch mach ich die Hölle heiß. Ah, da unten war noch irgendwas. Müll. Im Sinne von ein paar tausend Credits. Einfach, wo kam der Schuss denn? Und Headshot. Wo ist denn hier ein Geschütz? Ach da. Fuck. Kontrollzentrum gesichert. Aber ich habe schon wieder keinen Dingens drauf. Wir holen dieses Schiff vom Himmel. Nicht die Art von kroganischem Relikt, mit der ich gerechnet hatte. Wir ziehen den Stecker. Sie müssen die Energieversorgung wieder einschalten. Dann ja, los. Logen. Feinde, Verstärkung im Anflug. Sie graben sich ein. Hä, wo muss ich hin? Ach, noch da oben. Ja, klar. Das ist jetzt aber wieder frech gewesen. Dafür muss ich leider dann Headshots verteilen. Das ist gerade ein Problem hier. Aber noch irgendwo einer. Ja, da war noch einer. Oh. So. Wo war die Scheiße jetzt hier? Und wo war die hier? Ah, da hinten. Ah, hier, direkt. Wollen mich verarschen? Ach so. Jetzt muss ich jetzt sofort wieder nach da hinten. Boah. Ich habe die Energie auf die Hauptkonsole umgeleitet. Bin jetzt auf dem Rückweg. Wir sind hier am Hin- und Her-Rennen. Das ist ja echt herzallerliebst. Halt's mal. Wobei, ganz ehrlich, ist immer noch besser als die Scan-Mission aus Teil 2. Ich krieg gerade wieder auf die Eier. Von dir! Boah, ist der geflogen! Aber das ist wieder ein Geschütz. Wie assi ist das denn? Ja, du kannst mich nicht treffen. Aber du kannst mich treffen. So, jetzt darf ich hier aber, oder? Commander, Kreuzer leitet Bombardierung ein. Das ist nicht gut, oder? Kanonensteuerung wiederhergestellt. Zielerfassung aktiviert. Koordinaten, Lieutenant. Hochgeladen. Feuer. Wieso muss ich mir das hier angucken? Direkter Steuerbordtreffer, Commander. Ziel bricht aus. Ach so. Ich wiederhole, direkter Treffer. Ja. Okay, gute Arbeit von allen. Ah, das Schiff war einmal. Shepard, mit den kroganischen Kanonen hat Cerberus uns den strategischen Vorteil in diesem System gegeben. Der Feind zieht sich zurück, aber er wird versuchen, die Anlage zurückzuerobern. Wahrscheinlich. Ich schicke ein Allianzteam zur Sicherung. Wir haben dank Ihnen in einer starken Verteidigungsposition Fuß gefasst. Das hört man. Damn right. Gute Arbeit, Commander. Hackelt Ende. Was hat das jetzt hier wieder für Auswirkungen gehabt? Jetzt sind wir bei effektive militärische Stärke 2003. Ja, ist doch eine feine Sache. Wir sind hier gerade im inneren Sektor. Aber das hat nichts auf das Gleichgewicht rausgemacht. Na, okay. Überall immer noch 58%. Dann machen wir direkt weiter. Gehen wir jetzt quatschen. Ich hatte einen Kumpel, der entlassen wurde. Kategorie 6 nach Eden Prime. Kat 6? Verdammt. Aber auf Eden Prime hätte ich auch den Verstand verloren. Garrus hat erwähnt, dass sie beide beim nächsten Besuch auf der Citadel ein wenig Spaß haben wollen. Machen Sie aber keinen Ärger. Ja, das habe ich schon in der E-Mail gelesen. Garrus will ein wenig Spaß haben. So. Saufen. Naja, besonders weit weg von der Citadel sind wir ja jetzt nicht. Zoom. Wir haben noch so viele Sachen überall zu erledigen. Okay, hier haben wir nichts zu erledigen, da haben wir nichts zu erledigen, hier haben wir auch nichts zu erledigen. Mein Gott, was laber ich da für eine Scheiße? Cerberus Jägerbasis.
mit den Koreanern.